So, Leute, welcome back hier bei Halo Combat Evolved, der Anniversary Edition. Okay, auf jeden Fall können wir da unten lang, aber wir können auch hier oben lang. Jetzt weiß ich natürlich nicht, schlussendlich, wo ich hin muss, aber wie es aussieht, hier ist alles zu. Da liegt wieder ein Kollege von uns. So, jetzt kommt bestimmt gleich irgend so ein außerirdisches Viech, das die Allianz auch gekillt hat. Okay, der sieht tatsächlich nicht mehr so frisch aus. Aber was ihn gekillt hat, wissen wir jetzt auch nicht. Ach, Junge, Schlachtbild. Jenkins. Na, gucken wir mal, was ihn gekillt hat. Warum müssen wir uns dauernd diesen alten Kram anhören, Sarge? Weil dieser Kram ihre Geschichte ist. Er soll euch Lederratten daran erinnern, wofür wir den Kopf hinhalten. Also, wenn die Allianz diesen Teil meiner Geschichte auslöscht, ist mir noch recht. Ja, besser das als uns. Bieten Sie es Ihnen nächstes Mal an, die Söldi. Wir werden Ihnen sicher gern helfen. Hey, das sieht gut aus. Ich bringe uns runter. Los, los, los! Dranbleiben, Jenkins! Wasser! Bewegung! So, wo kommt jetzt der interessante Teil? Und dann rein. Sir! Okay, gehen wir! Ich will wissen, was ihn gekillt hat. Das ist doch irre. Sehen Sie sich das an. Irgendetwas hat ihn aufgerissen und die Innereien zerfetzt. Was ist das? Plasmatreffer? Möglich, keine Ahnung, ein Unfall. Von den eigenen Jungs aus Versehen erschossen. Was gibt's, Sergeant? Sieht wie eine Patrouille aus. Knallharte Eliteeinheit. Alle tot. Reizend. Freunde von Ihnen? Das wüsste ich. Fein. Machen wir diese Tür auf. Ich versuch's, Sir. Sieht so aus, als hätte die Allianz sie ziemlich gut verriegelt. Ausführung. Ja, Sir. So, noch ist nichts zu sehen. Was wird sich vermutlich gleich ändern? Ich habe so ein mieses Gefühl. Sie haben nie ein gutes Gefühl bei etwas. Sergeant, hörte mich! Was geht hier vor, Soldat? Wir haben Sensorkontakte, jede Menge. Aber die sind nicht von der Allianz. Die machen uns platt. Nein, nein! Corporal, hören Sie mich! Mendoza, sehen Sie zu, dass Sie zum zweiten Trupp kommen. Finden Sie raus, was hier los ist. Aber... Keine Widerrede, Soldat. Ich habe einen Befehl erteilt. Hören Sie, Sarge. Was ist das?
Wo kommt das her, Mann? Von überall. Es ist da. Schaut. What the fuck? Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Seid ihr nicht. Was zum Teufel? Die Flut. Naja gut, das sah jetzt in der Tat nicht so geil aus, Leute. Was waren das für kranke Viecher, Alter? Habe ich da sonst noch eine andere Knarre? Gut, die Pistole. What the fuck? Hey Jungs. Hier gibt es nichts zu holen für euch. Okay. Vielleicht sollte ich... Okay, das war jetzt vielleicht nicht schlau. Kann mir irgendjemand sagen, wo es hier lang geht, Alter? Schon alle. Natürlich nicht. Nee, wie viele sind denn das? Gibt es die Teile auch noch in groß oder was? Alter Schwede. Jetzt. Alle erledigt, hoffe ich. Alter Schwede, hey. Okay, so sind wir also zu dritt hier. Die nach dem Kontrollzentrum suchen. Wir, die Allianz und die komischen Viecher hier. Kontrollpunkt abgeschlossen. Ja, das ist ja schön und gut, aber hier geht es ja offensichtlich nirgends weiter. Dann müssen wir eventuell doch zurück. Die Viecher gibt es jetzt anscheinend hier überall. Es kann ja noch lustig werden. Vor allem das Geräusch, Alter, kann einen echt beunruhigen. Die Allianz, die macht es schon. Ich gehe hier lieber mal meinen eigenen Weg.
Jetzt bin ich wieder hier. Und die können eindeutig ganz schön weit springen. Oh, holy shit. Das war jetzt nicht der Plan, da runterzufallen. Okay, möglicherweise geht es hier weiter. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich direkt weiter. Weia. Das Problem ist nur, ich komme hier halt auch nicht mehr hoch, gell? Weil ich von da oben runtergefallen bin. Ist jetzt echt blöd gelaufen. Nee, keine Chance. Ich könnte auch da lang. Scheiße, von wo bin ich denn jetzt gekommen? Okay. Offensichtlich bin ich. Dann gehen wir doch hier lang. Fuck. Chill doch, Bruder. Chill deine Basis. Ich muss irgendwie wieder da hoch. Man kann nur hier rein. Das ist jetzt richtig madig. Okay, wenn ich nur hier rein kann, dann wisst ihr, was das bedeutet. Ich muss tatsächlich den üblen Weg nehmen. Oder gibt's hier gibt's keine Tür? Ja, auch nicht. Dann gibt es nur den Weg zurück. Weil ich habe nur noch 82 Schuss. Das ist ganz und gar nicht geil. Wo kommt der denn jetzt her? Munition knapp, ja, ich weiß. Und das Schlimme ist. Von den Jungs hier. Oh, really? Jetzt kann ich da auch nicht mehr rein. Lol. Also jetzt bin ich maximal verwirrt, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Und da bin ich doch gekommen. Oh, ich habe noch genau 3 Schuss. Gut, dann einmal andere Waffe, bitte. Von da bin ich doch gekommen. Hier geht's nicht lang. Da auch nicht. Da war ich oben und bin dann runtergefallen.
Aber anders komme ich auch nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Es gibt ja nur die Tür hier und die. Und wenn ich jetzt da weitergehe, komme ich wieder da raus, wo ich vorhin war. Ist die Tür jetzt auch? Ne, die ist immer noch zu. Hey Leute, ich bin komplett lost. Da hätte ich da jetzt einfach nicht runterfallen dürfen vorhin. Gut, war ja auch nicht der Plan, aber es muss jetzt irgendwie eine Möglichkeit geben, wieder hochzukommen. Ja, die Tür ist am Arsch. Und hier kann man wieder rauf. Oder? Der ist immer noch zu hoch. Er ist immer noch zu hoch. Beim Essen ist halt das Komische. Hier gibt es genau die Tür ist zu, die Tür ist zu. Also kann ich ja nur hier lang gehen. Links geht's nicht rein, rechts auch nicht. Also kann ich nur hier lang. In dem Raum gibt's nur eine Tür. Und ich werde das Gefühl nicht los, ich hätte einfach nicht runterfallen dürfen. Hier kann ich auch nirgends raufspringen. Also bleibt uns ja wieder nur die Tür. Da drüben geht nicht, geht nicht. Hier kann ich hoch. Holy shit, Alter. Hier kann man lang, hier kann man lang, hier kann man lang. Ja, come on, Alter, und jetzt gibt es wieder 20 Türen. So. Schrott findet es auch nicht schlecht, würde ich mal meinen. Kann man hier noch irgendwas aktivieren? No. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Vielleicht haben wir die richtige Tür erwischt. Ja.
Endlich Ruhe hier. Und wird vermutlich ein Aufzug. Einmal weg hier, Alter. Am besten ganz runter und dann bringen wir die Sache hier mal zu Ende. Alter, jetzt haben die auch noch Knarren. Muss da jetzt hier wirklich nicht sein, oder? Er nervt so auch schon. Müsste jetzt nicht noch mit Knarren auch noch rumrennen. Oha, aber gut, Junge. Maschinengewehr, nice. So, dann sind wir wieder voll mit Ammo. Lol, Bruder. Alter, wo ist er denn hin? Warum verschwindet die Treppe manchmal? Habe ich mir jetzt gedacht. Ich bin ja zum Glück unsichtbar, deswegen. Ich war unsichtbar. Ja, oha, Alter. Wie sie hier wieder hart am Start sind. Es ist Ruhe hier. Ich mal hier wieder alles durchladen. Gut, von da bin ich gekommen. Sagen, oha, Alter, er frisst ein ganzes Magazin, ey. So, Johnny. Jetzt will ich bitte nicht wieder irgendwo runterfallen. Kann hier was machen? Nein, aber. Oh. Offensichtlich geht's da lang. Wie es scheint, sind wir jetzt auf der anderen Seite angekommen. Wow. Auf jeden Fall ein geiler Schuss. So. Laden wir wieder durch die Knarren. Hey Freunde. Oha. Nervt doch nicht schon wieder. So, die Frage ist, wo ist die nächste Tür? Okay, das Glas ist noch ganz. Hier kann ich aber nichts machen.
Hier kann man nichts machen. Ja, chill. Ja, von hier bin ich doch gekommen und es stand dran, Kontrollpunkt abgeschlossen. Also wird es ja wohl nicht so viele andere Wege geben. Eben nicht, da bin ich rausgekommen. Also kann es nur hier weitergehen. Na gut, zur Not müssen wir wohl runterspringen. Wir können ja mal... Geh mal nicht auf den Sack, Dude. Gibt's denn... Kann mal gucken, gibt's hier unten irgendwo eine Tür, wo wir lang können? Ja, hier wäre eine. Ja, und oben gibt es nichts außer die und dies zu. Also von dem her wird es schon unten weitergehen. So, weiter geht die wilde Fahrt. Mann, Junge, ist das reinste Labyrinth hier. Aber hier kam ja gerade Kontrollpunkt abgeschlossen. Von dem her werden wir hier mal ganz geschmeidig die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wieder über eine Bewertung freuen und abonniert gerne meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde, euer Stevie B. Ciao.